Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal GTA Rambo. Und wir sind ja bei unserem kleinen DeLorean Projekt immer noch dran. Es sind neue Pakete gekommen, und zwar 50 bis 55. Hier sieht's hier. Und zwar sind Innenteile, also Sitze und so weiter und so fort. Wir haben ja unsere Innenausstattung schon ein wenig gebaut. Und ja, jetzt werde ich mal hier die Sitze einbauen. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Und ich werde mal die ganzen Inneneinrichtungsteile einbauen. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Jetzt würde ich sagen, jetzt packen wir das hier auf jeden Fall erstmal aus. Unser Plastik wieder. Ja, und dann haben wir hier schön die Sitze, sind hier schön verpackt, und natürlich wieder unser Heft dazu. Und das Wichtigste ist unser Bauplan hier. Und nach dem werden wir jetzt die Sitze mal zusammenbauen. So, nach Heft 50 und 51 sind jetzt die beiden Sitze drin, und zwar der Fahrersitz und der Beifahrersitz. Ja, und jetzt machen wir dann mit Heft Nummer 52 wieder weiter. Ja, Heft Nummer 52 sind dann ein paar Kabel und Innenausstattungsteile, und die werde ich jetzt einbauen. So, der Bauschritt 52 ist nun auch beendet. Hier ist eine Leiste reingekommen mit der Handbremse und hier vorne noch ein paar Kabel zur Deko. Dann würde ich jetzt sagen, dann machen wir jetzt mit dem Schritt 33 weiter. So, Heft Nummer 53 beinhaltet jetzt hier unser kleines, dünnes oder dickes, ich weiß nicht, das soll wahrscheinlich ein Alurohr sein. Dann sind hier außerdem noch ein paar Kabel, die hier durchgeführt werden. Und hier vorne diese Abschlussleiste wurde angebaut. Und somit ist jetzt Nummer 53 beendet. Und wir machen jetzt weiter mit unserem quasi Heft Nummer 54. Bis gleich. So, Heft Nummer 55 wäre soweit jetzt auch fertig. Hier hinten ist eine Rückwand reingekommen. Dann sind hier Lautsprecher. Auf der anderen Seite so eine Schalttafel und Lautsprecher. Und hier oben würde noch dieses Teil hier reinkommen. Aber da fehlt mir irgendwie der andere Bogen. Da ist noch so ein zweiter Bogen. Und der fehlt mir irgendwie. Oder ich habe ihn runter geschmissen, aber das kann sein, bis zum nächsten Bauabschnitt werde ich den auf jeden Fall wieder finden, und dann werde ich den hier hinten drauf montieren. Also, ich würde sagen, hier noch ein paar Detailaufnahmen, und soweit ist jetzt das Interieur fertig, denke ich. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, wir bauen den DeLorean. Bis dann, tschüss und Daumen hoch und ein Abo, und natürlich über einen netten Kommentar würde ich mich freuen. Bis dann, ciao.